Servus zusammen, schön, dass ihr wieder da seid. Heute geht es um Mittelfeldspieler. Wir haben ja gelernt, dass wenn wir Chancen herausspielen wollen, wir am besten möglichst viele Gegner überspielen. Wenn wir jetzt einen kontrollierten Spielaufbau wollen, dann können wir zum Beispiel über unsere Sechser spielen. Aber wenn die Sechser eng gedeckt sind, ist es häufig schwierig, einen freien Mann zu finden. Deshalb zeige ich euch heute eine Variante, wie wir uns als Sechser freilaufen können. Stellen wir uns vor, unser Innenverteidiger hat den Ball und unsere beiden Sechser sind eng gedeckt. Jetzt gibt es die Möglichkeit, dass unser ballnaher Sechser, also der Sechser, der näher am ballführenden Spieler ist, dass der hochschiebt, also einen tiefen Laufweg macht. Dadurch stellt er seinen Gegenspieler vor eine Entscheidung. Erste Option wäre, dass der Gegenspieler mitkommt, also wir den Gegner binden. Die zweite Option ist, dass der Gegenspieler stehen bleibt und probiert, den Passweg zu unserem ballnahen Sechser zuzumachen. Schauen wir uns erstmal Option 1 an. Der Gegenspieler geht mit, also wir binden unseren Gegenspieler. Dadurch, dass wir den Gegenspieler mitziehen, öffnet sich ein Raum. Jetzt kann unser ballferner Sechser genau in diesen Raum hineingehen und hat vielleicht die Möglichkeit, dass wenn er in den Vorderfuß angespielt wird, er direkt aufdrehen kann und mit Tempo nach vorne gehen kann, um so seinen Gegenspieler hinter sich zu lassen. Wenn unser ballferner Sechser jetzt eben aufgedreht nach vorne dribbeln kann, dann können wir uns als ballnaher Sechser wieder etwas fallen lassen oder uns aus dem Gegnerschatten lösen, um wieder anspielbar zu sein und zum Beispiel einen Doppelpass zu spielen. Schauen wir uns die zweite Situation an. Also der Gegenspieler lässt sich nicht nach hinten mitziehen mit dem ballnahen Sechser, sondern probiert den Passweg zuzumachen. Jetzt gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten, was wir machen können. Einmal gibt es die Möglichkeit, dass wir uns clever und mit einem richtigen Timing aus dem Gegnerschatten lösen und dann mit einem flachen, tiefen Ball angespielt werden. Eine andere Möglichkeit wäre ein Chipball von unserem Innenverteidiger über den Gegenspieler drüber in unseren Fuß. Aber hierbei müssen wir aufpassen, denn es ist sehr riskant. Wenn wir hier den Ball im Zentrum verlieren, kann es sehr gefährlich für uns werden. Eine andere Möglichkeit wäre, dass wir nicht stehen bleiben, sondern einfach weiter rotieren. Gegen den Uhrzeigersinn und unser ballferner Sechser auch gegen den Uhrzeigersinn rotiert. Was wir hiermit bewirken, ist wieder, dass wir unsere Gegenspieler vor eine Entscheidung treffen und je nachdem, welche Entscheidung sie treffen und wie gut sie treffen, haben wir vielleicht wieder freie Räume, um angespielt zu werden. Oder eine andere Möglichkeit wäre, dass die Innenverteidiger probieren, wieder die Seite zu verlagern und wir dann in der Tiefe angespielt werden. Also probiert, als Sechser in Bewegung zu bleiben, um euch frei zu laufen, Gegner zu binden, freie Räume zu schaffen und somit den Gegner vor viele Entscheidungen zu stellen. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir gerne in die Kommentare.